Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mittlerweile schon bei der achten Folge Batman Arkham Knight. Weiter geht's mit Commissioner Gordon. Und echt gespannt, was wir mit dem jetzt machen müssen. Müssen wir Batman suchen oder keine Ahnung, was jetzt hier mit dem ist? Schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Der kann eigentlich gar nichts, gell? Ich kann eigentlich mit dem nichts machen, groß. Okay, dann schauen wir mal, wo wir hingehen müssen jetzt mit dem. Denke mal, vielleicht hier rein. Den Aufzug oder was es hier sein soll. Warte mal, kann man mal was drücken können? Locked. Okay. Ah, benutzen jetzt. Klasse. Und wie soll ich jetzt reinkommen? Stimmmuster analysiert. Identifizierung bestätigt. Geht doch. Willkommen, Commissioner Gordon. Unglaublich. Schauen wir mal, wo es jetzt hier weitergeht. Aufzug benutzen, natürlich. Schon mal bei Bats finden. Okay, jetzt in der Ego-Perspektive anscheinend. Oh, es ist das hier. Hochsicherheitstrakt für Ganoven. Was zum Teufel ist das hier? Und schauen wir doch mal an, wer in die Zellen sitzt. Rede mit dem Häftling. Okay. Was willst du, Hund? Kommst her und schnüffelst rum. Glaubst du, du bist die Polizei? Niemand belästigt den Goliath. Okay, machen das nicht. Oh, sagen Sie nichts. Sagen Sie nichts. Sie sind der Police Commissioner. Ihr Gesicht war auf dem Plakat, das mit meinem überklebt wurde. Johnny Charisma. Worauf warten Sie, alter Mann? Johnny C. spielt keine Wunschsongs. Christina Bell. Oh, du bist es. Commissioner Langweilig. Was hast du meinem Seelenbruder angetan? Stell dich zwischen uns. Und ich verpasse dir ein Grinsen so breit, dass dir der Kopf abfällt. Auf alle Fälle immer irgendwie alle grüne Haare, so wie der Joker. Der sieht fast aus wie der Joker. Okay, gehen wir weiter. Schauen wir uns noch die Häftlinge an. Commissioner. Henry Adams. Sie müssen mich hier rausholen. Die haben mich eingesperrt und Tests durchgeführt, wie an einem Kaninchen. Ha! Mit mir ist alles in Ordnung. Okay, hier kann ich mit keinem reden. Oh! Batman, gut, dass du gekommen bist. Mein Gott. Das musst du sehen. Was ist das für ein Ort? Wer sind diese Leute? Bevor es ihn erledigt hat, hat der Joker sein infiziertes Blut an alle Krankenhäuser im Staat verschickt. Ich weiß, wir haben es gefunden. Wir haben was übersehen. Wie? Ärztliche Fehler. Transfusionen, die nicht verzeichnet wurden. 5 Personen waren betroffen. Sie waren dem Blut zu lange ausgesetzt. Es verändert sie. Sie werden... zu Joker. Mein Gott. Es ist eine Sage ich doch, dass sie aussehen wie die Jokers. Die aber weiter mutiert ist als alles, was es bisher gab. Was ist mit ihm? Er sieht nicht aus wie die anderen. Henry Adams. Er ist am längsten infiziert, aber ohne Symptome. Immun gegen Jokers Blut. Robin versucht festzustellen, warum. Eins ist aber klar. Henry ist der Schlüssel zu allem. Ich habe kooperiert. Ich habe alles gemacht, was Sie wollten. Sie haben gesagt, es dauert nur ein paar Tage. Du kannst ihn nicht gegen seinen Willen festhalten. Wir sind nah dran, Jim.
Wir können ihn nicht gehen lassen, bevor die anderen nicht geheilt sind. Halt. Du hast gesagt 5, ich zähle nur 4. Einer fehlt noch. Ist er ausgebrochen, der andere? Er wird bald hier sein. Das ist Joker selbst vielleicht. Heute. Hörst du mich? So ein hässlicher Vogel. Oh, tu nicht so überrascht, Bats. Du wusstest, es würde früher oder später so kommen. Ich tief in dir drinnen. Zusammen werden wir dieser Stadt geben, was sie verdient. Einen neuen Batman. Einen besseren Batman. Einen dunkleren. Naja, dazu kommen wir später. Zuerst müssen wir ein paar Prioritäten setzen. Ich komme aus der ACE. Du hast die Explosion Chemicals Fabric. Stadt gerettet, aber Ace Chemicals wird dennoch explodieren. Du musst auch mal auf dich selbst Acht geben. Immerhin grübelst du jetzt für 2 nach. Okay, wie komme ich hier raus? Wie komme ich jetzt hier raus? Achtung, Explosion steht kurz bevor. Ja, ich bin hier und nein, ich lasse mich nicht wieder töten. Diesmal nehme ich ganz ernst. Wie komme ich hier raus? Wenn wir nur etwas hätten, das stark genug ist, eine Wand zu durchbrechen. Und nein, du warst nicht damit gemeint, du Muskelpotz. Muss ich vielleicht mein Ding rufen? Okay, im Batmobil geht's anscheinend. Oh, Bats, ich hab dich vermisst. All die Subtilität und Nuancen eines Nahtbahn-Einlaufs. Schnell raus hier! Yeah! AC Chemicals ist wohl Geschichte. Gott sei Dank. Als die Explosion... Ich dachte schon, sie wären... Schon gut, Alfred. Ich konnte den Explosionsradius verringern und verhindern, dass das Toxin die Stadt erreicht. Aber was ist mit Scarecrow? Oder diesem Arkham Knight-Burschen? Sie haben Panzer, Raketen, ihre Truppen sind in ganz Gotham. Crane ist entwischt. Ich war dem Toxin ausgesetzt. Meine Güte, geht es Ihnen gut? Wissen Sie noch, was in der Anstalt geschehen ist? Schon gut. Ich hatte schlimme Symptome. Aber das ist vorbei. Das war gute Arbeit von Scarecrow. Ich war nie ein Freund seiner Erfindungen, aber diese Mischung ist toxisch gut. Sie bringt wirklich meine Seite in dir zur Geltung. Sir, haben Sie mich gehört? Commissioner Gordon hat versucht, Sie zu kontaktieren. Danke, Alfred. Jim. Du lebst. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich muss mit dir sprechen. Klar, was gibt's? Treffen wir uns vor dem GCPD-Gefängnis. Ich bin auf dem Weg. Alles klar. So, schauen wir mal, wo das ist. Okay.
Das ist wieder die Steuerung hier, weil... Habe es schon ein bisschen länger nicht mehr gespielt. Alles klar. Okay. Alfred, analysiere die Miliz. Ein Kilometer circa. Ausrüstung. Ja, der Batmobile müsste mir eigentlich gleich da sein. Was mich erwartet. Ich werde eine Analyse der feindlichen Truppen durchführen und mich dann melden. Du kannst alle anderen ein, aber mich nicht. Irgendwas ist anders an dir. Du hast Angst. Du hast deine Intelligenz gefunden. Na komm, scheiß Panzer. Aber die Panzer erstmal platt hier. Alles klar. Und weiter geht die wilde Fahrt. Weißt du, ich glaube, ich habe noch nie einen Feuerwehrmann getötet. Mal aussteigen. Glaubt er ist jetzt hier, weil ich einfach noch die Halluzination anscheinend habe? Oder Batman? Ich muss los. Batman ist hier. Was ist los, Jim? Komm schon, du machst mir Angst. Es ist Barbara. Sie wurde entführt. Nein, nein. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie ist schon vor Stunden rausgekommen. Bleib ruhig. Wir befreien sie. Wer ist es? Wer hat mein kleines Mädchen? Scarecrow. Sie wurde aus dem Uhrenturm entführt. Wir müssen los. Es könnte Hinweise geben, die uns zu ihr führen. Ich folge dir. Bleib in Kontakt. Du musst ihm schon irgendwann sagen, dass es deine Schuld war, Bats. Das Beste ist ja, dass ich bei dir bin, wenn du es tust. Jim, du musst konzentriert bleiben. Es ist gefährlich da draußen. Fahr langsam und ich kümmere mich um mögliche Probleme. Warum habe ich das zugelassen? Du hättest das niemals vorhersehen können, Jim. Dinge vorhersehen ist mein Job. Als Polizist und als Vater. Das Ganze ist meine Schuld. Nein, wird ja langsam. Herausfinden, was Barbara zugeschickt hat. Dann fahr doch mal schneller, Mensch. Da oben, wir haben Gesellschaft. Wer ist das? Die Miliz. Ich mach das. An alle Kräfte, hier spricht der Arkham Knight. Eure Priorität ist die Ergreifung von Commissioner Gordon. Ich wiederhole, die Ergreifung von Commissioner Gordon an Priorität. Ich will ihn lebend. Lasst euch von nichts aufhalten. Lass ihn brennen. Die Dreckskerle wollen mich von der Straße drängen. Feuer, Feuer! Mei, wo sind jetzt hier? Schaff sie mir vom Hals. Boah, was ist denn jetzt? Ja, ich bin nur schon auf dem Weg. Ich kann sie nicht alleine aufhalten. Na los! Diese Autos sind dafür nicht gemacht. Wahrscheinlich werden wir das gleich fällen, die Mission. Sie geben nicht auf. Greife das Ziel an.
einen Kreis gefahren? Was ist denn hier los? Was ist jetzt, Auto? Ich kann sie nicht ewig abschütteln. Komm schon! Ja, Mensch, ich mach das schon. Mann! Feuer eröffnen! Ja, ich komm doch schon. Mit der Störung erstmal wieder klarkommen hier. Verdammter Mist! Sie lassen nicht locker! Okay, einen haben wir schon. Wir den nächsten noch holen. Fahrzeug zerstört, nur noch eins. Ich sehe ihn, er ist uns auf den Fersen. Feuer, Feuer! Schaff sie mir vom Hals. Ja, das hat wehgetan. Aber dir wird's auch nicht wehtun. Die Dreckskerle wollen mich von der Straße drängen. Bin getroffen. Ein Schuss noch, da müsst ihr eigentlich down sein. Haben wir auch. Das war's. Das war der letzte. Alles. Hey, ich wollte jetzt immer in den Kampfmodus wechseln, aber. Es ist zu gefährlich, Jim. Steig ins Batmobil. Ich bringe uns zum Uhrenturm. Braucht man gar nicht anscheinend. Komm her, komm. Steig ein. Komm, Mischner. Bring uns einfach in einem Stück dahin. Uns läuft die Zeit davon. Bevor Sie zum Uhrenturm aufbrechen, wollen Sie vielleicht die Analyse der Truppen des Arkham Knight hören, die Sie anforderten. Was hast du für mich, Alfred? Danke. Ich habe den Weltcomputer programmiert, die Präsenz der Miliz auf den drei Inseln zu analysieren und Daten über ihre aktuelle Stärke in jeder Zone bereitzustellen. Wie Sie sehen, unterliegt Mirgani Island starker Besatzung. Eine beachtliche Drohnenstreitkraft kontrolliert die Straßen. Founders Island ist der Stützpunkt der Miliz und wird durch Langstreckenradar und einen Raketenwerfer geschützt. Ich rate dazu, das Batmobil vorerst von dort fernzuhalten. Die verbliebenen Drohnen auf Bleak Island wurden zum Schutz des Uhrenturms ausgesandt. Rechnen Sie mit starkem Widerstand. Herr Alfred, ich bin auf dem Weg. Schalte die Milizkräfte des Arkham Knights aus, die den Uhrenturm besetzt haben. Der Evakuierungstrupp ist ausgeschaltet. Übernehmt die Drohnen am Uhrenturm. Er kommt. Manuelle Steuerung aktiviert. Ich halte ihn auf, Sir. Okay, wie es aber am Uhrenturm weitergeht, würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder zu Batman Arkham Knight, dem dunklen Ritter. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Ciao, euer Andi.